Hallo zusammen. Das ist mein dritter Versuch, ein Video zu machen, wie das man eine Drohne zusammenbaut. Ein Racing Quadcopter. Jedes Mal bin ich ausgeschweift ohne Ende und am Schluss habe ich 15 Stunden irgendwelches Material und Timelapse und eine riesige Sache und einfach keine Zeit und Lust, das zu schneiden. Versuch Nummer 3 wird viel kürzer werden, hoffentlich. Und ja. Viel mehr dazu nicht sagen. Der Quad, den ich bauen will, ist aus dem Osten. Am 11.11. haben Chinesen immer Aktionen. Auch also viel günstiger bei Banggood und AliExpress, als es sonst schon ist. Und ein Kollege von mir, der Marvin, auch Pilot, hat die Idee gehabt, dort man könnte schauen, wie günstig dass man aus China einen Quad kann zusammenstellen kann. Er hat es schon zusammengebaut, er hat die gleichen Teile. Ich habe einfach das gleiche bestellt wie er. Und die scheinen zu funktionieren. Es ist wahrscheinlich nicht High-End, aber für 160 Franken pro Stück kann man glaube ich nicht zu fest gewagen. Ich will kurz zu den Komponenten, die wir verwenden. Das ist die FPV-Cam, wie man sieht. Nichts Spezielles. Foxeer 600 TV-Line, schätzungsweise etwas absolut Standard, HS1177-Klon. Solche Race Edition Brushless Motors FPV, RC-Timer. So sehen sie ausgepackt aus. Laufen die sind nicht schlecht, aber wenn ich schaue, wie das hier eiert, ist es auch nicht ganz Qualität von anderen Quads, aber immer noch günstig. Ich muss dazu sagen, dass Motoren und DSCs verhältnismäßig teuer waren gegenüber dem Rest. Die machen mehr als die Hälfte vom ganzen Quad aus. Die ESCs haben es nicht bis zu mir geschafft. Die sind irgendwo verschwunden zwischen China und der Schweiz. Ich habe einen Refund bekommen, also ich habe nichts verloren und ich habe in der Schweiz für einen fast gleichen Preis BL Heli S auf dem Weg, die sollte morgen kommen, so wie komme ich heute sowieso nicht. Von dem her habe ich dort etwa 10 Franken ausgegeben, zusätzlich, was nicht so tragisch ist. Standard FRSK-Empfänger, da gar nicht, die sind einfach super XSR, nehme ich nichts. China, also es kommt aus China, aber kein Klon. Ich habe zwar geschrieben, sie sollen mir einen schicken mit der EU-Firmware. Ich habe eine Message zurückbekommen, sie machen das. Da ist selbstverständlich einer mit nicht der EU-Firmware drauf, aber das ist kein Problem, das zu kehren. Da habe ich einen Knowledge Base-Eintrag gemacht. Das poppt jetzt irgendwo auf dem Screen auf, das Link dazu. Meine Lieblingsart von Videosender, Unify Pro. Der war auch nicht im Preis integriert. Den hatte ich sonst schon. Das ist einfach ein Standard 5 Volt Unify Pro. Also nicht der HV, nicht der High Voltage. Was wir noch haben, ist ein PDB mit integriertem OSD. Es ist ein PDB dabei, das einfach ein reines PDB ist. Aber da ich gerne ein OSD habe und nicht habe auch noch ein Minim oder so dazu basteln, habe ich die Variante gewählt. Sehr original aussehende, weiß nicht genau, ob es original ist. SP Racing F3 Acro. Hätte sich F4 und so weiter nehmen, aber um ehrlich zu sein, glaube nicht, dass das hier grosse Rolle spielt. Er war sackcheap. Sieht genau gleich aus wie der Original. Steht auch Clean Flight drauf, auf dem Original. Wir werden sehen, ob das verhält. Wird natürlich Beta Flight drauf kommen. Bei jedem Motor ist noch so ein Säckchen dabei. Ich muss sagen, ich finde das noch nice. Es gibt zwei rote, schicke Nylon-Locknuts. Finde ich ganz okay, dass es zwei dabei gibt. Man kann nie genug haben von denen. Und dann natürlich hier Standard-Kabelzeug, die man es meist nicht brauchen will. Oder nur ein Teil, den wir es dann abschneiden und zusammenlöten. Die werde ich sowieso nicht brauchen. Zum Frame. Hat es die hier gegeben, violette Standoff, so ein bisschen Stuff dazu. Oh, kennt man ja.
Das hier wird das Montagematerial für das Frame selber sein, schätzungsweise. Das wird ich dann herausfinden. Anleitungen müssen wir auch im Internet schauen. Und hier so mal warten zu geben, weitere Standoffs. Es wird definitiv zu viel Wart dabei haben. Was ich zusätzlich brauche für eine Quote, die ich nicht dort mitbestellt habe, ist einfach rumliegen haben, ist XT60 Stecker, logischerweise. Ein Buzzer, dass man ihn wieder findet, wenn man unabsichtlich landet. Ein ziemlich schlechtes Mikrofon, ich habe das schon in einem von meinen Quads schauen, dass ich das, das mal wieder einbaue. Braucht 12 Volt, habe ich auf dem PDB, ist von dem her kein Problem. Und Stromkabel. Das verbinden. Das Einzige, was jetzt noch fehlt, sind die ESCs. Die wahrscheinlich in Herkingen gerade anführen. Im Päckli-Verteilzentrum vor Post. Beim Frame habe ich schon angefangen, die Kanten mit Sekundenleim abzukleben. Ich habe mir nicht Mühe gemacht und das Ganze geschliffen, Kanten abgefeilt, wie sonst. Das ist ein Trick, den man scheint macht. Ich weiß ja nicht, ob das wirklich etwas bringt, aber ich kann mir so gut vorstellen, dass wenn man jetzt irgendwie noch einmal reingrasht, also dass es nicht die verschiedenen Geschichten kann lösen kann. Es sind ja mehrere Schichten aufeinander. Dass das eben nicht so passiert, wenn man so eine Schicht Sekundenleim drauf tut, dann ist das ein Schutzfilm sozusagen drüber, der auch etwas besser verhindert, dass die aufplatzen. Es ist mir noch nie passiert, aber ich weiß nicht. Was ich zu denen muss sagen, ich finde, es hat sehr viele Löcher drin, mit zum Teil nicht mehr sehr dicken. Über die gebliebenen Material hier. Also, ja, der geht noch, das ist Bottomplate, aber Topplate, muss ich sagen, ist schon recht lückenhaft. Ich würde auch hier innen nicht ankleben, weil dort kommt ihr ja mit dem. Kommt ihr ja mit zusammen. Also, wenn ihr dort Schläge bekommt, dann muss es dann schon ganz komisch gehen. Und dann kann ich noch ganz schön noch einmal anmachen. Es ist jedes Mal ein sauer Geschmier. Vielleicht noch zur Anmerkung. Bei denen noch die ganze Schicht drauf vom Sekundenleim, weil ich mir einrede, dass es dann stabiler ist. Bei den Top- und Bottom-Plates habe ich es abgestrichen mit einem Tüchli. Es gibt wunderbar klebrige Finger. Ja, ich weiß nicht, ob es wirklich eine grosse Rolle spielt. Wenn man es jetzt wirklich sauber macht, bei den anderen Quads habe ich das gemacht, tut man dort, kann man die Ecken ein bisschen abschleifen. Ob das wirklich viel bringt, weiß ich nicht. Aber man kann das machen, wenn man das will. Und wenn man sich Mühe gibt, ist das schön. Das sollte man aber immer unter fließendem Wasser machen, weil der Staub ist gar nicht gut. Die menschliche Haut. Entweder mit Händchen und Atemschutzmaske oder geht direkt unter dem fließenden Wasser. Weil der das Wasser bindet, den Staub, und der kommt gar nicht in die Luft. Ich habe noch einen Kommentar zu diesen Füßen. Die Motor-Mount-Löcher sind zwar toll, die sind wirklich gut, das ist alles okay. Das Loch hier, das sie wahrscheinlich gemacht haben, um ihn aufhängen oder ich weiß auch nicht warum, dass man das machen sollte, ist ziemlich überflüssig. Vielleicht weiss ich auch das Kabel unterdrücken, dass man die DSC so umkehren, I don't know, aber es ist an der Stelle, wo man am ernsten crasht und reinfliegt, eigentlich nicht intelligent. Weil die Chance, dass das hier bricht oder dass man es quetscht bei einem Crash, ist relativ hoch. Vielleicht ist das auch ein Bruchstell, ich glaube es nicht. So, das ist es mal für die erste Runde. Ich lasse es jetzt etwas trocknen, etwas abtupfen und so weiter. Und sicher mal hart werden, bevor es dann weitergeht. Mit dem Zusammenbau vom Frame ist der nächste Schritt. Und dann irgendwann mal anfangen, Elektronik montieren. In der Zwischenzeit sind die ESC so eingetroffen. Das brauchen wir aber erst später. Jetzt wird es erst mal das Frame zusammenbauen. Für das habe ich die Säckchen von angenommen, die hier dabei waren. Es hatte ganze ragende Schräubchen und so weiter. Ich habe jetzt die mal sortiert. Momentan brauchen wir die Mütterchen und die längeren Schräubchen. Die
Bein, 4 Stück. Top Plate, Bottom Plate. Für die Füße anzumachen, sehen wir gerade wie. Und das wäre das Original PDB, wo dabei ist. Das käme so hier. Schlussendlich würde das montiert werden. Das würde von unserer Seite her auch gut gehen. Das würde nie hier irgendwie etwas kurz schliessen. Ich muss ehrlich sagen, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das auch wirklich würde leiten. Es sieht aus, als wäre es ein anderes Material. Ich glaube, das ist GC, aber ist egal. Ich brauche so oder so das PDB hier mit einem zusätzlichen Back drauf, also 2, 5 und 12 Volt natürlich und einen Ampermeter. So, jetzt mal das erste Testfitting gemacht, bevor ich die Schrauben mit Loctite befestige. Ich habe hier ein lustiges Problem festgestellt. Irgendetwas stimmt hier nicht. Und ich habe schon gedacht, ich habe einen falsch reingeschraubt, dass es gar nicht geht. Wenn ich aber genauer her schaue, ich weiß nicht, ob man das sieht. Das Muster, das gleiche Muster, das gleiche Muster. Oh! Der ist wahrscheinlich von einer anderen Produktionsstrasse, aus einem anderen Material, früher oder später in Version. Ja, eben. Das sind so Sachen, warum es sich grundsätzlich lohnt, Qualitätsware zu kaufen und nicht ein 20-Franken-Frame. Okay. Kleiner Tipp. Es ist lustig zum machen, aber ja. Ich werde jetzt nicht die teuerste Hardware auf diesem Ding rüben. So, dieser Teil wäre mal fertig. Sagt nichts, ich weiss, so macht man das nicht mit dem Loctite. Für die, die das nicht wissen, Loctite ist nicht direkt wie ein Leim, das ist eine Art Ziegellack, könnte man sagen, für die Schrauben, je nachdem welche Farbe. Aber der Blau ist eigentlich nicht ein permanent Ding, der hinter die Schrauben nur dran durch Vibrationen und Ähnliches gelöst zu werden. Wenn ihr zum Beispiel, ich glaube, Rot würde nehmen, die Schrauben würde ihr nie mehr lösen. Der Blau ist eigentlich dafür da, dass etwas zusätzliches im Gewinn ist, das verhockt, blöd gesagt, dass die Schraube sich nicht selber lösen kann. Und es braucht nicht so viel, wie ich hier zum Teil dran habe. Aber ich habe nicht gross überlegt, ich hätte es auf Anfang an machen und ja, darum ist es halt nicht ganz schick abgelaufen. Gut, für heute wär's das gewesen. Am dritten Tag assembliere ich mehr vom Frame. Da sehe ich mal die Motoren drauf. Und hier noch Schrauben ersetzen, der längere, weil wenn der hier so drauf ist, das PDB, ist hier nicht mehr sehr viel Space rum. Und ich habe jetzt längere Schrauben und dann oben genug Platz lassen, dass man es gut befestigen kann. Mir fehlt im Moment leider noch Isolierspray, also der Plastik 70. Für das Zeug wasserdicht zu machen, darum kann ich mit der Elektronik nicht gross an. Da ich den Kopter ja Wasser oder zumindest Schnee tauglich machen will, nicht unter Wasser fliegen, habe ich verschiedene Vorkehrungen, die ich treffen muss. Zum einen, der USB-Port möchte ich sicher, dass er weiterhin brauchbar ist. Darum habe ich hier aus Semiflex USB-Pfropfen drücken. Das war ein bisschen mühsam, aber es ist gegangen. Somit kann ich den drinnen lassen. Ich kann alles mit einem Lack übersprayen. Und trotzdem kann ich, wenn ich suchen muss, einfach den Tropfen rausnehmen und der USB-Port sollte weiterhin funktionieren. Beim PDB habe ich mir inzwischen überlegt, was wo das ich wo wird anhängen. Diesen Vorgang werdet ihr in einem Zeitraffer sehen. Am Schluss kommt die Klarlackgeschichte drüber. Und was ich zusätzlich noch gemacht habe, ich habe das den Kameramount designt, weil die Foxy Cam hier nicht wirklich reinpasst. Ich habe das nicht für den ersten Kopter gemacht, ich finde das grundsätzlich nicht so ein
unglückliches Design. Es geht hier über die Stängel drüber, für das es dann ganz fix ist, und ich dann schlussendlich hier noch mit einem Band das noch ein bisschen fixieren. Aber so kann man eigentlich problemlos den Winkel einstellen, kommt unten trotzdem noch zum Stecker. Das ist eigentlich wirklich da, finde ich, eine gute Angelegenheit. Dann kommt Cam, weil hier ein OSD drauf ist, kommt hier an die einen Ports, an Eingang. Und dann kommt dort zum Videosender, wo oben an die Tilly wird kommen, also an die Topplate. Also, schlussendlich. Und hier der links raus, da darf ich auch noch einen Adapter, mache ich auch noch einen Adapter. Kommt das hier so da dran. Das Mikrofon kommt hier auf 12 Volt und der Ausgang vom Mikrofon wird dann direkt hier mit dem hier verlötet. Und zwar sieht man hier ja recht gut rein. Hier. Und ich glaube, der Klarlack funktioniert hier nicht. Darum wird ich hier mit dem Liquid Electrical Tape, das ist eine super Angelegenheit, das Plastidip, werde ich hier mal die Löcher probieren zu füllen, mal schauen, wie gut das geht. Und hier auch. Und dann schlussendlich wird ich ihn dann übersprayen, wenn der Stecker drin ist, dass hier die Kontakte zum Beispiel keine kurzen geben können. Aber so wird es möglich sein, den gleich noch auszustecken und hier wird es weiterhin Kontakt geben. Etwas Ähnliches wird ich müssen machen bei den ESCs. Und zwar, ich glaube nicht, dass ich das hier brauche. Ja, ich könnte, aber nein. Die haben oben und unten Kontakt. Und hier ist es auch offen. Ich werde hier das Ende probieren zu versiegeln mit Plastidip. Und hier einen auch. Und falls das zuverlässig aussieht, wird es ein Solo sein. Und wenn nicht, wird ich zusätzlich mit dem Klarlack hier auch nochmal eine Schicht drüber machen. Okay, das sieht gar nicht so schlecht aus. So, ich das mal rechnen. Und dann sehen wir, wie das rauskommt. Das verändert sich noch ziemlich stark beim Plastidip. Das zieht sich zusammen und gibt eine Schicht. Das sieht jedes Mal. Ist jedes Mal eine Überraschung, wie es schlussendlich aussieht, nachdem man es angeschmiert hat. Ein weiteres 3D-gedrucktes Teil ist der Cam Mount, den ich designt habe. Die Files sind unten zum Abladen. Da das hier etwas unglücklich ist, habe ich das so designt, dass man hier die Files so unten einführen kann. Dann so drauf. Snap-on-Action. Und anschließend hier mit der Schraube. Zur zusätzlichen Stabilisierung, wenn ich sicher bin, dass alles okay ist und funktioniert, kommt hier noch ein Kabelbinder drum. Es hat extra ist so ein bisschen eingedrückt, so dass man einen Kabelbinder drum tun kann. Sollte nie nachher gehen. Thank you.
sieht der jetzt schlussendlich aus? Der schlussendlich Zusammenbau habe ich dann nicht mehr gefilmt. Ich habe schon unglaublich viel Filmmaterial produziert wieder. Aber ja, es war nichts Spezielles, außer schlussendlich einfach zusammenschrauben. Die Dinger habe ich alle mit dem Plastik 70 isoliert. Das ist einfach ein Spray, den man drüber macht. Hier habe ich ein Gummiteil gedruckt, das habe ich ja schon erwähnt, für USB-Port. Die anderen Ports habe ich mit WD-40 ein bisschen ausgekleistert, dass sie ein bisschen das Wasser verdrängen sollten. Das ist also WD-40 gemacht. Das ist auch nichts Spezielles hier. Hilfe für die Kamera besser anzuziehen. Die findet man auf Thingiverse. Du kannst den Link in die Beschreibung rein tun. Ja, einfach ein bisschen Anti-Rutschfolie für das Auto drin geklebt, dass der Akku bleibt, wo er ist. Und sonst nichts Spezielles. Schauen wir mal, wie das Ding fliegt. Fazit und meine Gedanken von diesem Bild und dem ersten Testflug sind eigentlich im Großen und Ganzen, dass ich lieber Qualität kaufe, anstatt primär auf den Preis zu schauen. Aber es ist okay, das Ding fliegt, ich kann nicht zu viel dagegen sagen. Was vielleicht ein wichtiger Hinweis ist, Sachen, die ich erst im Nachhinein herausgefunden habe, die ESCs, die dabei wären, sind nicht BL-Heli-S und somit auch nicht Multishot-fähig. Das ist natürlich schon nicht ja, ist nicht so super. Die ich gekauft habe, haben das glücklicherweise. Mein Quote hat das in diesem Fall. Der Marvin hat dort Pech gehabt. Props habe ich 4-inch verwenden, weil ich jetzt unter 90 Frame bestellt habe. Das sind einfach die darauf passen. Geflogen bin ich mit den Stockpits, noch gar kein Tuning. Also so, es kommt wie es ist. Und noch weiter allgemeinere Sachen, vielleicht noch eine Anmerkung noch zu VAR, die aus China kommt grundsätzlich. Eversky und auch Team Blacksheep produzieren grundsätzlich zum Beispiel alles aus China und das ist auch qualitativ nicht unbedingt schlechte Ware. Ich will so nicht sagen, dass alles aus China kommt irgendwie schlecht wäre oder so. Und der GoPro Session Mount, den ich verwendet habe, findet ihr ebenfalls auf Thingiverse. Da habe ich euch auch gelinkt. Und die Software, die ich brauche, für das Ganze zu schneiden und alles zusammenzukleben und so weiter, ist Blender. Das ist auch nicht ganz so bekannt bei den meisten. Das ist eine komplette Open-Source-Software und vom anderen Computer-Hobby her. Und vom Job, dass ich probiere, Open-Source zu verwenden. Und somit schließe ich das Umrambeln und wünsche euch einen schönen Abend. Ciao zusammen.